Zeit an. Ich bin jetzt am Airport oder? Habe ich schon guten Tag? Ja, ich wollte jetzt gerade mal gucken, wie viel schon drauf ist. Ordnung ein. Aber wie man sieht, eigentlich richtig schönes Futter. Komischerweise mäht es da nicht ganz so sauber. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist mir da mal Fahrer, ich weiß es nicht. Da ist wieder sauber. Aber richtig schönes Futter, ein bisschen Raps ist auch drin. Ja. Jetzt wird jeden Tag ein bisschen mehr. Angefangen haben wir. Wie man sieht, das ist schon das Stück mit einem Hektar. Wollen wir mal unten fahren. Das erste Mal dann umdreht, jetzt dann da haben, aber ich ganz die schräge Anwand geschafft. Ich glaube, heute lange es mir halt bis vorne, ich weiß es nicht. Ja, wobei ich glaube, heute hole ich mal bis ganz vorne. Ja, und jetzt fahre ich dann halt mal manchmal so und dann fahre ich jetzt mal dann oben rum vielleicht, morgen, ja, eher übermorgen. Das ist aber so eine schräge Anwand, da ist. Oder ich fahre so zu, ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall, sauberes Gras steht da, also. Ich könnte mir jetzt einen schönen ersten Schnitt machen. Bloß haben sie ja jetzt auch wieder schlechter Wetter. Es ist ja auch kalt, heute auch. Es windet, es regnet, bloß jetzt scheint die Sonne ein bisschen. Und die nächsten Tage haben sie dann auch noch Frost. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja gerade unseren Raps. Sieht das ja eigentlich schön aus, richtig hoch. Wenn man so vergleicht. Da sieht man ja, der hat schon alles 60, alles 70 oder weiß ich wie viel. So sieht das aus. Fahre ich mal weiter. Heute bin ich noch an unserem Heckmähwerk dran. Und zwar habe ich da letztes Jahr, wo wir das letzte Amt gemacht haben, eine Wiese gemäht. Und auf dieser Wiese war wohl vorher ein Festzeil gestanden irgendwie. Da war ein Fest. Und die haben wohl irgendeinen, keine Ahnung, Bodenanker vergessen. Da habe ich mir zwei Messerhalter aber gehauen. Jetzt wollte ich zuerst das Mähwerk daheim wegnehmen. Also besser gesagt, mit dem Ballerwagen raus und Trab nähen. Aber ich habe es jetzt einfach daheim umgestellt. So ist es halt auch noch, ja, besser unter Dach, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt versuche ich den Teller daheim wegzumachen, dass man genau gucken kann, welche Messerhalter das sind, dass man die bestellen können. Weil es ja bald auch damit sie Lieren losgeht. Wenn ich jetzt aber da reingucke, dann sehe ich, dass die Schraube da innen, ich habe vorher noch nie geguckt, ziemlich verrostet aussehen. Die sind es nämlich, wo auch da so viel zu lang sind, ich weiß gar nicht warum. Und da unten sehen sie natürlich auch nicht mehr so schön rund aus. Jetzt probiere ich mal, ob ich da überhaupt meine Nuss drauf bringe. Da habe ich nämlich noch gar nichts probiert. Und dann gucken wir mal, ob die Rad lassen. Aber normal. Heißt das gegangen? Oh ja, da haben wir einen Fuß drauf. Also war heißt der Mann, ist das gegangen? Okay. Ich muss da schon mal reiten drauf. In diesem Fall hole ich einen Hammer. Das ist eher falsch. Das ist 17er. Dann hole ich mal einen Hammer. Dann versuche ich mir das mal mit dem Hammer zu machen. Jetzt habe ich mal noch andere Nuss, vielleicht noch die besser, aber ich denke sie auch heute. Ja, welche das wir nehmen. Klingt auch so gut. Aber 17er ist es schon. Ich glaube, das ist 19er wäre. Ist das wieder 18er oder wie? Keine Ahnung, könnte natürlich auch sein, ja. Wie viel fehlt denn da? Ich glaube, wir haben keine 18, wir müssen da. Aber fast wenig. Hm. Das wird wohl doch ein 18er sein, dann muss ich mal noch ein 18er mitsuchen. Das ist eklig, die 17er war gar nicht gut. Da mag ich noch weniger wie mit der. Da kommst du ein Stück weit drauf. Oh ja, Fußgang.
Nicht wirklich. So, ist schon besser. Nicht wirklich, okay. In diesem Fall auf die Suche nach dem 18er. Jetzt guckt euch mal das an. Ich habe sogar 18er Nuss. Sogar eine mit so einer feineren Verzahnung gefunden. Ich wüsste nicht, dass ich die schon mal gebraucht habe. Also wobei unser Glasmäher, wo wir den gekriegt haben, der hat auch 18er Nuss gehabt. Aber wir haben halt gedacht, das wäre, ich glaube wir haben den mit dem 17er abgemacht oder mit dem 19er. Wir haben gemeint, das wäre 19 und schon so abgelaufen. Jetzt probieren wir das mal. Richtig rumlaufen. Oh. Oh, wenn jetzt alles angeht, kann man sich nicht bewegen. So, eins von sechs. Mal da gegenüber. Scheiße. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Gar keine Lust schon wieder. Die zweite schon wieder abladen. Das ist die erste doch schon so schön. Gell? Teller weg. Dann abschüttet sich die Farbe von innen. Achso, da ist schon alles geschmutzt, okay. Läuft das noch? Top. So sieht jetzt das daheim aus. Schön geschmiertes Lager. Da sieht man Farbe. Ja. Mehr oder weniger. So, da sieht man es gut. Stift fehlt. Semikauendes Messer, ja. Das war halt der Pfahl, den ich gesehen habe. Und der da einer. Die sind beide kaputt. Drehe ich jetzt nicht, weil es da drüben drauf steht. Was sind das? 17 oder 19? 19. Ja, schön den 19er holen. 19er Nuss auch. Und ab nachher die zwei. Oh, ist das Projekt schon wieder erledigt. Soweit. Bis die zwei Messerhalter kommen. Was da oben ist, habe ich jetzt noch nie gesehen, aber was soll denn da durch sein bei mir? Keine Ahnung, da ist das ja auch noch. Und wenn es da mal was mit der Neue richtig, keine Ahnung, habe ich jetzt echt noch nie gesehen. Was man da noch genommen hat. Ob das jetzt frisch ist, da haben wir sogar ein paar kleine Teile. Keine Ahnung, ne. Also, ich habe jetzt schon alle drei weg. Ich habe jetzt doch alle drei weggemacht, weil wenn man sich das mal anguckt. Jetzt habe ich es eh schon auseinander, der sieht komischerweise schon noch besser aus. Aber. Ja, die sind einfach. Wenn ich es jetzt schon auseinander mache, ich gleich alle drei rein, die sind jetzt schon ziemlich verschliffen. Da mache ich jetzt glaube ich aber doof. Die sehen jetzt nicht ganz so schlimm aus. Hat jetzt alles ziemlich rost angesetzt, aber die sehen eigentlich noch ein bisschen besser aus. Gut, das haben wir für heute mal. Da geht es dann nächste Woche weiter. Jetzt gucke ich nämlich mal noch zum Frontlader. Das wollte ich heute auch noch. Ach, ja, wie heißt es, nach dem dritten Steuerkreis. Ich mache da mal vorne den Deckel ab. Na, sehen wir's. So, ich habe jetzt das Blech mal weggemacht und da müsste jetzt eigentlich unser Umschaltventil nachkommen.
Das Holz, das sind die Hauptleitungen, die wir abkappen müssen, die Stahlleitungen dahinter. Die abkappen, dann schläge ich von drinnen zum Magnetventil oder Umschaltventil. Dann wieder zwei Schläge zurück. Gut, wahrscheinlich wäre es jetzt schöner, wenn du das mit Schläge machst, aber wir machen es auch mit Schläge. Dann wieder zwei Schläge zurück da rein und zwei Schläge raus für meinen dritten Steuerkreis. Genau das Gemüse, was wir brauchen, die machen jetzt so wieder den Deckel drauf und wieder zu, und dann bestellen wir das erstmal. Dann gucken wir, wenn man das reinmacht, wenn alles da ist. Ich habe jetzt gerade den Konstinger Streier gewäscht, der war jetzt nämlich noch träget von letzter Woche vom Konstinger Streier auf der Hafer, und der war jetzt halt noch am MB, da ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass der noch träget ist. Aber ich habe das jetzt noch geschwind gemacht. Was ich eigentlich noch machen wollte, war die Knickdeichsel umbauen, aber das verschiebe ich jetzt erstmal auf nächste Woche. Jetzt gucke ich erstmal, dass wir mehr gekriegt haben, und das mit dem Steuerventil vom Deiz. Ja, und so sieht es jetzt mal aus. Viel Regen haben wir jetzt gehabt, ein bisschen Schnee, so am Donnerstag haben wir 3 cm Schnee gehabt oder so morgens. Aber jetzt ist es wieder schön, mal gucken, wie es nächste Woche wird. Frost haben sie, glaube ich, immer noch. Mal gucken, was kommt. Das war's wieder mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.